Ich werde ja häufig gefragt, willst du nicht Sportdirektor oder Sportmanager werden? Und, das ist nichts für dich? Nee. Ich glaube, ich konnte als Spieler auf dem Platz konnte ich einigermaßen schnell denken. Und ich glaube, das ist als Trainer besser, wenn ich dann Trainer werde. Also für mich persönlich. Sportdirektor... Da muss man nicht denken, oder? Ja, aber nicht auf dem Platz. Du musst ja nicht... als Sportdirektor brauchst du keine Ausbildung. Also jeder, der hier im Saal ist, kann Sportdirektor bei... irgendein Bundesligisten. Was zeigst du so auf Simon? Ich weiß, dass Simon eine Ausbildung macht und einer der wenigen ist, die dann auch wahrscheinlich, so wie ich dich kennengelernt habe, ein sehr guter Sportdirektor, Manager, keine Ahnung was wird. Aber ich, für mich persönlich, ich würde lieber probieren, du willst lieber Trainer auf dem Platz zu werden. Genau, stehen. Weil ich, das ist für mich, die Herausforderung ist größer. Das ist so. Herr Koch wird es uns erzählen können. Als Sportdirektor brauche ich keine Ausbildung. Ja, aber gut sollte man trotzdem sein. Und jetzt bin ich schon wieder bei den Vereinen von vorher, zumindest bei Augsburg und Ingolstadt kenne ich mich ein bisschen aus. Und ich glaube, dass Harald Gärtner und Stefan Reuter schon entscheidenden Anteil daran haben, dass diese Clubs so gut aufgestellt sind, wie sie sind. Also ich würde schon dafür plädieren, übrigens, sie werden nie als Trainer nicht eingestellt werden, wenn sie zum Sportdirektor sagen, du hast keine Ahnung. Nein, sehr gut. Völlig richtig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es deswegen so ist, dass ich kein Sportdirektor werden möchte. Ja, sondern du hattest mich, glaube ich, was hattest du mich gefragt? Warum ich kann, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich dachte, du kannst schnell denken, hast du eben gesagt. Wenn ich jetzt als Beispiel... Nein. Ah, nee, auf dem Platz hast du gesagt. Entschuldigung. Auf dem Platz hat er gesagt. Zu deiner Ehrenrettung.